Cthulhu, Death May Die, das beste Spiel von Simon. Willkommen zurück bei uns auf dem Kanal zu dem Review von Cthulhu, Death May Die. Das hatte ich schon lange mal auf meiner To-Do-Liste, aber wurde immer wieder geschoben, geschoben und geschoben. Nun ist es endlich soweit, ich habe Zeit gehabt und möchte euch dieses wirklich tolle Spiel hier ein bisschen näher bringen. Über die verschiedenen Punkte wieder mit euch sprechen, wie Material, Thematik, Mechanik, Wiederspielbarkeit und wie viel Spaß uns das Ganze gemacht hat. Ja, diese fünf Punkte möchte ich heute mit euch durchkauen und mal grob über das Spiel erstmal was sagen, um was geht es hier. Wir nehmen die Rolle hier ein von einem Ermittler und haben hier dann diverse Missionen, in alten Villen wird wieder irgendwas ja nicht produziert, irgendein Hexer will da wieder irgendeinen Zauberspruch und irgendeinen großen Alten beschwören, der dann den Weltuntergang herbeiführt. Wir müssen das Ganze natürlich aufhalten, das Ritual aufhalten, müssen dabei aber gut schauen, dass wir nicht wahnsinnig werden, weil wir haben so eine Trackleiste, wo wir immer wahnsinniger werden. Diese Leiste triggert aber auch unsere Progression in der Charakterentwicklung, also hat man hier ein gutes Zusammenspiel zwischen Charakterentwicklung und dem Tode nahe. Man wird also, umso wahnsinniger man wird, auch umso mächtiger. Ja, das Spiel ist auch von Eric M. Lang und Rob Davio. Beides keine unbekannten Personen, haben schon viel geleistet in der Brettspielwelt. Und hier haben sie wirklich ein Meisterwerk in meinen Augen hingelegt, in der Kombination aus den vielen einzelnen Punkten, was wir jetzt miteinander durchgehen. Beginnen wir wie immer mit dem Material. Also, es war ja ein Kickstarter ursprünglich. Ihr habt das Bild am Anfang gesehen. Es gibt hier die fette Grundbox. Dann gibt es hier die, die Stretch Goal Box, die sehr begehrt ist. Wieso? Dazu kommen wir auch gleich noch. Dann gab es die Staffel 2 auch gleich noch im Kickstarter dazu. Und im Nachgang konnte man sich dann auch noch einen weiteren großen Alten kaufen, die schwarze Ziege hier. Dann gab es zwischenzeitlich dann noch einen weiteren Kickstarter, wo es diverse Comicbücher von Simon-Spielen gab. Zombicide gab es dort, dann Zombicide Invader und Death May Die. Als Stretch Goals gab es hier einfach Miniaturen dazu. Das sind einfach sechs neue Charaktere, neue Ermittler für uns und ein paar Optionen für die Kultisten, dass die einfach ein bisschen stärker werden. Zum Material selbst. Also ihr seht schon hier, ich hoffe, ich kriege das halbwegs auf die Kamera. Haben wir eine schön sortierte Box. Also wir haben hier verschiedene Layers, wie ihr seht. Das ist alles schön eingepackt. Mit den verschiedenen Ebenen. Kann ich euch mal zeigen hier. Auch hier einen schönen Einsortierer, dass man weiß, wo was hinkommt. Da sind dann alle Sachen schön einsortiert. Passt alles gut ineinander, schön platzsparend. Hier noch die Ermittler und diverse Karten und ein paar Tokens. Und das passt hier alles gut ineinander und hat hier noch so einen Schubber, um das Ganze gut zu verstauen. Hier gibt es dann noch ein paar härtere Gegner. Die sind auch in so einem Tray schön verstaut, rutscht nichts, fällt nichts durcheinander. So, dann haben wir hier noch die beiden großen Alten, Hastur und Cthulhu, und unsere sechs Missionen. Bei Cthulhu Death May Die ist es immer so, wir suchen uns einen großen Alten aus und eine Mission und kombinieren dann die Karten aus den beiden Boxen, die uns in dem Fall dann das neue Szenario zeigen oder das wir dann spielen. Also haben wir im Grundspiel 12 verschiedene Missionen. Mit der Staffel 2 gibt es weitere 6 Missionen und ich glaube 10 neue Ermittler. Hier sind es auch 10, also hat man schon 20 Ermittler.
Mit der Stretch Goal Box, das ist wohl die wichtigste Box von allen, gibt es nochmal zwei große alte. Kann ich euch auch mal kurz zeigen, wenn ich hier ein bisschen Platz mache. Da gibt es dann hier Yokosuk oder wie er heißt und Dagon. Und das Allerwichtigste, hier gibt es diese Playerboards. Das ist fast das ist der krasseste Kritikpunkt, den ich dem Grundspiel gebe. Im Grundspiel sind diese tollen Playerboards nicht dabei, weil das funktioniert so. Wir haben hier so, weiß gar nicht, wieso man die nicht produziert hat und man sie so erwerben kann. Man nimmt sein Playerboard, legt es hier rein, mappt das zu. Weil man hat hier so verschiedene Tentakel, die halt die Progression vom Charakter hier aufzeigen, Lebenspunkte, Stresspunkte und die Wahnsinnsleiste. Und ohne diese Dinger ist es wirklich nur halb so schön, das Spiel zu spielen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch von Drittanbietern was gibt, um dem Herr zu werden, weil es ist so nervig, wenn dann diese ganzen Tokens hier auf dem Tableau hin und her rutschen. Dann weiß man nie, war man jetzt da oder da, war ich schon auf dem Wahnsinnsstatus, wie viel Leben hatte ich nochmal. Und hier mit diesen Teilen rutscht es auf gar keinen Fall mehr hin und her. Dann gibt es hier auch noch so drei Special-Missionen, diese Lost-Szenarios oder Lost-Episoden, die man noch aus Goodie hat. Und dann eben noch die schwarze Ziege als fünften großen Alten. Ich habe es theoretisch hier, ihr seht ja, ich habe ja so eine kleine Excel-Tabelle mal gemacht, über alle Szenarien, die ich habe und alle großen Alpen. Schlussendlich habe ich jetzt die Möglichkeit, hier 75 verschiedene Szenarien zu spielen. Ihr seht schon, Haken ist natürlich für erfüllt und X ist für nicht erfüllt. Und wir haben so eine Winrate von ungefähr 85%, 80 bis 85%. Wenn man das Spiel zu locker angeht, geht es richtig ins Gesicht. Und wenn man es gut durchstrukturiert, gibt es dann einen schönen Spannungsbogen hinten raus und man hat wirklich viel Spaß bei dem Spiel. Jetzt habe ich euch das Material mal gezeigt. Finde ich tipptopp. Auch hier die Boxen wieder super einsortiert, findet alles seinen Platz. Gibt es wirklich nichts zu meckern. Würde ich mir öfters wünschen von vielen Spielen, die das mit so kleinen Kartons oder so schön strukturieren. Es passt hier halt auch wirklich gut, wenn man sich eben sagen, ah, heute nehme ich einen Dagon und wir nehmen Mission 1 aus der Grundbox und den Rest kann ich dann fast schon beiseite legen, nachdem sich jeder noch einen Ermittler ausgesucht hat. Klar, die Scratch-Gold-Box, an die ist wirklich schwer ranzukommen oder man gibt viel Geld aus. Ich glaube, irgendwie 200 bis 300 € ist da der aktuelle Marktwert. Würde ich wahrscheinlich nicht dafür zahlen. Also, ich bin froh, dass ich den Kickstarter damals unterstützt habe und habe mittlerweile auch das Grundspiel und die Season 2 habe ich ausgetauscht gegen die deutsche Variante und habe die englischen einfach verkauft. Das Einzige, was ist noch Englisch ist, ist eben die Scratch-Gold-Box und die schwarze Ziegelbox, die habe ich irgendwie noch keine Zeit gehabt, die auszutauschen. Ja, das war soweit das Material. Kommen wir zu der Thematik. Man, das Cthulhu-Universum oder das Franchise, kann man es fast schon nennen, wird ja oft verwendet für alle möglichen Spiele. Man könnte sagen, man ist auch fast schon überdrüssig. Ist halt ein Franchise, der einfach nichts kostet. Man muss keinerlei Lizenzgebühren zahlen. Die ganzen Bücher, Geschichten etc. pp. Sind alle schon so alt, dass das alles lizenzfrei genutzt werden kann. Deswegen ist es auch oft, so oft in der Brettspielwelt vertreten, weil man einfach viel günstiger produzieren kann. Und man kann sich halt keine Vorgaben mit dem Lizenzpartner, was man sich halten kann. Man kann sich da frei entwickeln. Ist sicher eine schöne Sache. So. Ich mag das Thema. Ich würde mir mehr gute Spiele in dem Segment wünschen. Death Metal ist definitiv ein gutes Spiel in dem Segment. Aber was ist es denn eigentlich? Schlussendlich ist es ein. Ja, wir haben Charakterprogression, wir haben eine Art Dungeon, in alte Villen oder gab auch mal eines Szenarios auf einer Insel. Und so könnte man es schon auf jeden Fall mal in die Richtung eines Dungeon Crawlers schieben. Es hat hier wirklich eine tolle Spielentwicklung. Es fängt so seicht an. Man hat ein paar Monster, man wird der Sache so leicht her. Und mit Richtung des Beenden des Rituals nimmt es dann wirklich so an Fahrt auf und man
hat so das Gefühl, jetzt ist der Punkt, wo ich das Spiel, wo ich es verlieren kann, ja. Und dann nimmt es so richtig steil zu mit dem Endkampf dann noch, weil es ist dann so, sobald ich das Ritual beendet habe, kommt der große Alter auf den Tisch. Ab einer gewissen Rundenzahl kommt er so oder so auf den Tisch. Wir können ihm aber erst Schaden machen, wenn wir das Ritual unterbrochen haben. Und dann nimmt das Ganze dann nochmal an Fahrt auf. Der springt dann auf der Map hin und her, je nach Karte, wo er hat, weil er hat 12 Leben. Nimmt man ihm ab, kommt eine neue Karte dazu und er spawnt dann woanders und hat dann wieder 12 Leben. Das passiert, glaube ich, dreimal, also hat insgesamt 36 Leben. Und ja, von der Thematik her, es gibt halt diese typischen Geschichten auch schon von Willen des Wahnsinns, ja, wo halt immer irgendwelche verrückten Kultanführer eben das Urböse beschwören wollen. Und ich finde, es ist eigentlich ganz gut hier eingefallen. Wertenspiel hat man so kleine Flufftexte immer wieder und so, die einen so ein bisschen in der Story drin halten. Aber ich sag mal, es gibt sicher auf jeden Fall thematische Cthulhu-Spiele, die in dem Universum spielen, als das hier. Aber ich finde, das ist von den Regeln sehr zugänglich. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich der Mechanik. Das Spiel ist relativ leicht zu erlernen. Man hat auf dem Playerboard hat man die verschiedenen Ablaufschritte, was man alles machen kann: Laufen, Kämpfen. Man kann dann auch noch später noch die Räume untersuchen, solange keine Monster auf dem Feld sind. Man kann handeln. Und dann gibt es auch immer so Episodenaktionen, die halt auf die Episode bezogen sind, was man alles machen kann. Das ist eine schöne runde Sache, ist eigentlich eingängig. Eben und auch die lustige Mechanik, wenn man angreift oder eine Probe absolvieren muss, um irgendwas zu schaffen, gibt es auf den Würfeln auch so Tentakel. Und jedes Mal, wenn ich einen Tentakel würfel, wächst meine Wahnsinnsleiste. Aber nicht nur, wenn ich würfel, sondern auch wenn Gegner mich angreifen, muss ich würfeln. Und auch diese Tentakel machen mich wahnsinnig. Das fand ich immer eine super Idee an sich. Weil in dem Kampf, wenn mich Monster angreifen, dann ist das wirklich sehr thematisch, dass die einen angreifen. Das macht mich wahnsinnig. Ich bekomme Angst und muss mich gegen diese Monster zur Wehr setzen. Dabei kann man durch seine, hat man noch eine Stressleiste mit verschiedenen mit Stresspunkten, die man auch immer wieder aufladen kann. Und mit dem Stress kann ich meine Würfel wiederholen oder einzelne Würfel wiederholen. Und auch die von den Monstern, die mich angreifen. Finde ich eine super Sache, eine tolle Mechanik. Ansonsten ist es, wie man es kennt. Man bekommt auch hier und da mal eine bessere Waffe. Man kann hier auf Fernkampf gehen, je nach Charakter. Der eine ist im Nahkampf besser. Die Skillbereiche bieten da schon recht viel. Dann gibt es eher so eine Art Zauberer mit arkanem Wissen. Oder die Flinke, die ja den Monstern halt gut ausweichen kann, um vielleicht irgendwelche Gegenstände einzusammeln, um die dann nach A oder B zu bringen, um dann das Ritual zu unterbrechen. Also rundum, von der Mechanik her eigentlich nichts groß Neues, außer diese Wahnsinnsleiste. Viel haben sie auch geklaut, oder geklaut, es ist ja auch aus dem selben Haus, die Others. Da gibt es auch so eine, ich glaube, dort war es, glaube ich, eine Verdammnisleiste oder Verdorbenenleiste, wo man auch, umso weiter man da fortgeschritten ist, umso stärker ist man geworden. Das haben sie hier implementiert mit neuen anderen tollen Gimmicks. Ist also vom Thema und von der Mechanik her funktioniert es tadellos. Gespielt haben wir es, also wenn wir es zu zweit oder zu dritt spielen, kommt man da gut in ja, 70 bis 90 Minuten durch. Zu fünft würde ich es wahrscheinlich nicht unbedingt spielen, außer es muss unbedingt sein. Weil das Problem ist, beim Fünf-Spieler-Spiel kommt man natürlich viel weniger dran, die Downtime ist sehr hoch. Und das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist, dass auch die Charakterprogression nicht wirklich stattfindet. Weil es ist so, jedes Mal, wenn ein Spieler dran war, sieht man eine Mythoskarte und die Mythoskarte hat so Zeichen drauf und die triggert dann immer das Fortschreiten des großen Alten. Es sind natürlich mehr Spieler am Tisch, tritt dieses Symbol öfters auf. Das heißt, ich habe viel weniger Möglichkeiten, meinen Charakter weiterzuentwickeln in der Zeit. Deswegen spiele ich es am liebsten eigentlich zu zweit oder zu dritt, weil man bekommt seinen Charakter recht gut weit geskillt und hat dann auch nicht so eine Downtime und ist oft am Zug und hat seinen Spaß dran. Ein weiterer Punkt, die Wiederspielbarkeit. Ihr seht auf der Liste hier, haben wir es in den letzten, ich glaube, ich habe es auf der Messe 18, da glaube 18 wurde es ausgeliefert.
glaube 18 war es, ja. 18 wurde es ausgeliefert. Schon einige Partien hier hinter mir, wenn ich das grob überschneide, sind es hier irgendwie 30 oder über 30 Partien, wo ich getrackt habe. Und ja, also ist immer wieder was schön Kurzweiliges, macht Spaß. Immer wieder mal, ah, komm, ich probiere diesmal den Ermittler aus oder wir testen es mit dem oder wir ziehen einfach blind und lassen es auf uns zukommen. Klar kann man hier das Spiel auch selbst manipulieren, wenn man sich vorher eine ausgewogene Truppe raussucht, mit dem Fernkämpfer, dem Nahkämpfer und so weiter. Oder man es einfach zieht, dann gibt es noch ein bisschen einen Drive, wo es dann halt noch schwieriger macht, weil man es halt nicht unbedingt anpassen tut. Von dem her sage ich, ist die Wiederspielbarkeit sehr gut, man muss es aber differenzieren. Habe ich nur das Grundspiel, ist die Wiederspielbarkeit natürlich nicht so hoch, wie wenn ich noch die Stretch Goal Box oder die Staffel 2 dabei habe. Weil, habe ich nur zwei große Alte, habe ich ein großes Problem. Das muss man einfach sagen. Eben, ich zeige euch jetzt mal diese Charakterkarten von den großen Alten. Das sind die. Die liegen hier so aus. Und wenn er dann erwacht oder die Beschwörung dann stattgefunden hat, kommt die Karte hier so dahin. Dann passieren immer so diverse Sachen. Das sind seine Angriffswürfel und hier sind dann noch, das ist noch eine andere Karte, seine weiteren Lebenspunkte. Hier steht auch immer drauf, wo er dann, wenn er das erste Mal besiegt wurde, wieder spawnt. Und das ist genau der Punkt. Habe ich dann mal ein paar Partien hinter mir, gerade wenn ich nur so eine beschränkte Auswahl an großen Alten habe. Habe ich das relativ schnell intus, wo er denn als nächstes hinkommt, auf dem blauen Portal, auf dem roten oder am Startpunkt oder sonst was, und kann mich dementsprechend natürlich darauf vorbereiten. Hier hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass es schon mit der Comic-Auflage hier, mit dem Kickstarter, hierzu ein bisschen variablere Karten gibt, die man so einfügen oder austauschen kann für die einzelnen großen Alten oder neutrale, wo für alle funktionieren. Einfach um dann ein bisschen frischeren Wind reinzukriegen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich nur die Grundbox habe, dass das relativ schnell sehr berechenbar wird. Da ich jetzt alle fünf großen Alten habe, die es gibt, habe ich da genug Abwechslung und kann mir das nicht alles merken, wo jetzt der oder der speziell hingeht. Von dem her, wenn ihr das Spiel kauft, kauft euch erstmal ein Grundspiel, habt ihr Spaß dran, kann man sich immer noch Season 2 dazu holen, was einem aber keinen großen Alten bringt, sondern einfach nur mehr Episoden. Von dem her ist die Schwarze Ziege sicher eine gute Erweiterung, die sich auf jeden Fall lohnt. Und in der Stretch Goal Box gab es auch den Jugurzuk, oder wie er heißt, den gibt es auch einzeln im Retail zu kaufen. Also habt ihr die Möglichkeit, Grundbox und zwei große Alte, dann seid ihr aber wirklich erstmal tipptopp bedient. Macht man nichts falsch. Ich glaube, das Grundspiel liegt irgendwie bei 70, 80 Euro rund. Die großen Alten um die 20 rum. Wenn ihr die beiden großen Alten und die Grundbox habt, ist tipptopp. Kann man dann mit der Season 2 dann noch erweitern. Dann seid ihr auch gut dabei. Um das immer wieder mal auf den Tisch zu bringen. Gerade, wie gesagt, schon zu zweit eine super Sache. Zu fünft eher nicht. Wegen Downtime und den genannten Sachen. Ja, jetzt habe ich ja schon viel vorweggenommen im Bereich des Spaßes. Also es ist eins meiner Lieblingsspiele, einfach weil die Einfachheit hier so gut zusammenpasst und die Progression der Charaktere, die Spieldauer. Es ist auch ganz, was man auch gut machen kann, man sucht sich eine Mission aus, die man spielen möchte und nimmt einfach beim ersten Spiel Cthulhu und dann sagt man, wir machen noch ein Spiel und nimmt einfach aus großen Alten den Hastur und hat eigentlich fast eine ganz andere Mission, muss aber am Tischaufbau gar nichts groß verändern. Außer die großen alten Sachen vom Tisch nehmen und die neuen hinlegen. Das ist auch eine wirklich gute Sache. Mir macht es richtig viel Spaß. Ich kann es zu zweit oder zu dritt nur allerwärmstens empfehlen. Ist eigentlich ein Evergreen, wer Dungeon Crawler mag, wer Monsterkämpfe mag, hier wahnsinnig werden, Charakter, Progression, durchkämpfen durch die Horden an Monstern, Kultisten. Oder auch mal richtig ins Gesicht kriegen und wirklich sagen, fuck, jetzt
Jetzt hat er uns aber wirklich erwischt und das klappt die Runde nicht mehr. Da ist man hier genau richtig. Ja, das war mein Review zu Cthulhu Death May Die. Ich hoffe, ich konnte euch dem Spiel ein bisschen näher bringen. Hat schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel jetzt. Aber ich fand es einfach wichtig, dazu auch noch ein Video zu machen, damit es auch gesondert angeschaut werden kann. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wie hat Cthulhu Death May Die euch gefallen? Ist es ja jetzt schon ein paar Jahre alt? Und schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, ob ihr das auch so empfindet wie ich. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.